Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive und damit herzlich willkommen hier zurück zum Freitagsvideo, denn wir haben heute Freitag, den 27. März 2015 und wir sind hier heute im 36. Part und damit herzlich willkommen. Nachdem wir im letzten Part gegen den FC Sevilla mit 2:1 überraschenderweise gewinnen konnten, steht jetzt die Auswärtspartie an beim SV Werder Bremen im Weserstadion. Und damit runden wir die Hinrunde ab. Ist natürlich früh nach 14 Spieltagen, aber der Spielplan gibt es halt eben nicht anders her, dass wir bereits schon nach 14 Spieltagen in die Pause gehen. Und dann würde ich doch mal sagen, verlieren wir nicht allzu viel Zeit und gehen dann gleich in die Partie rein. Danach liegt es dann in eurer Hand. Ihr könnt mir dann Vorschläge schicken, welche Spieler ihr gerne hier in Gladbach sehen wollt. Könnt mir praktisch eine Wunschliste erstellen mit euren Spielern. Und dann werde ich die Spieler mir angucken. Sollte es da die Möglichkeit geben, den einen oder anderen zu holen, dann werden wir es auch machen. Ich werde am Ende dann nochmal die ganze Mannschaft zeigen mit der Kadertiefe, wo wir dann sehen können, die Position haben wir, die Position sollte man noch belegen, die sollte man noch abgeben, wie auch immer. Jedenfalls werdet ihr da auch ein bisschen mitbestimmen. Ist ja schließlich ein Let's Play für euch, sonst würde ich das ganz normal hier in meinem stillen Örtchen hier, Räumchen, dann selber machen. Aber wie gesagt, das ist ein Let's Play für euch und nicht für mich. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir hier rein in die Partie. Die Mannschaft ist soweit aufgestellt. Es läuft alles wirklich gut. Weder Debisevic 11 Saisontore. Wenn er die hätte in der Realität, da wären die Sorgen beim VfB Stuttgart ganz andere. Unser Bester hier, Patrick Herrmann mit 5. 10, 4 Spieler fallen bei uns aus. Bei Werder Bremen sind es ganze 7 Stück. So, Felix Zweier, der Referee, hat in 41 Spiele diese Saison geleitet. 6 rote Karten, 51 gelbe. So, dann würde ich sagen, geh mal rein. Wir müssen nicht so viel verändern. Ist bis jetzt alles soweit in Ordnung. Frische und konditionstechnisch sind alle nahezu bei 100%. Von daher können wir hier reingehen, ohne Bedenken. Und werden dies dann auch machen. Sehen uns hier an Tabellenposition 4 wieder bei einem Sieg. Heute könnten wir bis auf Rang 2 vorstoßen. Werder Bremen könnte dagegen mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen. Wir könnten aus den Qualifikationsplätzen für die Champions League fallen, sollten wir hier gegen Werder Bremen verlieren. Aber das denke ich überhaupt nicht, dass das eintreffen wird. Wir sehen es hier, Gladbach gilt als absoluter Favorit für dieses Spiel. Gladbach hat in den letzten Spielen auch sehr super Leistung gezeigt und ich glaube, dass das Team für Werder Bremen eine Nummer zu groß ist. Die Abwesenheit von Sebastian Prödel, Finn Bartel und Isetajrovic wird eine enorme Schwächung für den SV Werder Bremen sein. Ich bin dann mal gespannt, ob das so eintreffen wird. So, jetzt erstmal die Pressekonferenz. Wie sehr steigert Isetajrovic fehlen ihre Chancen auf einen Sieg? Ich konzentriere mich lieber auf mein eigenes Team. Bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es kaum einen Unterschied macht. Sein Fehlen wird das Ergebnis nicht beeinflussen, sondern die 22 Spieler, die auf dem Platz stehen. Kurz und schmerzlos, sie spielen hier mit Franco Di Santo, Felix Groß in einem 4-4-1-1-System noch mit Elcheroğlu Elia. Eine Realität hier mittlerweile an Southampton verliehen. Werdet ihr, glaube ich, heute auch sehen in FIFA 15. Gegen die Mannschaft haben wir gespielt. Ich kann sagen, relativ erfolgreich. So, wir werden natürlich alles decken, was da auf dem Blatt steht. Also zumindest hier in der offensiven Brigade. Weil da müssen wir von Anfang an schon auf der Hut sein. Ein böser Fehler und dann liegen wir hinten. Und wir haben ja von solchen Aktionen ja auch profitiert, zuletzt. So, Cedric Mayadi auch mal auf den schwachen Fuß. Bei den Verteidigern werden wir das auch noch einstellen.
bei Clemens Fritz, bei Santiago Garcia. So, dann haben wir das soweit gemacht. Bei den Einwechselspielern, bei Özcan İlderim, der offensive Mittelfeldspieler. Da sollte man gucken, wenn er reinkommt, dass wir den decken, genauso Nils Petersen. Auch bei Levent Ajcicek, als er reinkommen sollte. Und dann haben wir doch alles. So, dann können wir hier gleich zur Spieleransprache und dann können wir gleich reingehen in die Partie. So, darf er machen? Sind nicht alle motiviert? So, ich habe Vertrauen in euch. Habe schönes Vertrauen in euch und habe schönes Vertrauen in euch. Und damit gehen wir rein. Gegen den SV Werder wünsche euch viel Spaß hier. Und da sind wir schon, Weserstadion Bremen. Der erste Ball im Aus, es gibt Einwurf für uns. Und Frankfurt führt, Vaclav Katlet, zweite Minute gegen Leverkusen. So, Traoré auf Kruse. Abgeblockt, Hermann kommt nicht an den Ball, Garcia. Und Janschke hat ihn. Wir haben die Chance, Dahms auf Kramer. Wieder zurück auf Dahms, Dahms auf Hermann, Hermann auf Kruse. Kein Abseits, erste gute Möglichkeit, es gibt die Ecke. Traoré bringt die gar nicht mal so schlecht herein, Raphael. Auf Traoré, Traoré mit der Flanke. Da steht niemand, Xhaka. Verliert den Ball an Caldirola, Groß. Jetzt wird der Ball hier vom Fuß getrennt, Dahms nach vorne, aber da war nix. Sommer jetzt mit dem Abschlag nach vorne. Auf Kramer, Di Santo. Können wir den Ball schön abblocken, Kramer. Der mittlerweile fast 20 Millionen Marktwert hat. Hermann mit der Flanke. Xhaka, Traoré. Abgeblockt, Kruse auch abgeblockt. Ball im Aus, Einwurf für uns. So, Raphael Hermann. Und Strebinger da. In der Realität ist der Wolf im Kasten, Raphael Wolf. Frankfurt 2-0, Katlet, Hermann. Auf Raphael, wieder Hermann. Neben den Kasten, schade. So, Traoré mit dem Freistoß, deutlich drüber. Wie schon in den vorherigen Parts angekündigt oder mal angesprochen, dass wir möglicherweise El Choro Elia holen können. Nee. Was sage ich da? Juan Arango holen können als Freistoß Garant. So, Paderborn führt gegen den HSV. Süleyman Kötsch mit dem Tor, Di Santo. Und wir können dazwischen gehen. Xhaka. Oh, schöner Pass auf Kruse. Och Mann, oh Kruse. Es geht noch besser. Bisschen abgebrühter da vorne. Junusovic. Auf Obraniak, auf Groß. Nach außen auf Fritz. Und wir können klären. Junusovic. Auf Fritz. Groß auf Elia. Junusovic. Abgeblockt Obraniak. Und Sommer hat den Ball. Und es regnet hier in Bremen. Wie mit der Chance jetzt. Dahms. Auf Raphael. Traoré kommt nicht an den Ball. Obraniak auf Di Santo. Völlig frei. Cedric Macchiardi auf Caldirola. Auf Di Santo. Über das Kasten. Also Chancen auf beiden Seiten mehr für uns, aber wir können sie bislang noch nicht nutzen. Traoré ist angeschlagen. Auch das noch. Yannick Gerhardt 1-0 gegen Hannover. Wir haben wohl hier noch ein bisschen Zeit. Raphael schickt hier Kruse. Raphael wieder am Ball. Auf Xhaka. Xhaka auf Hermann. Und das ist 1 zu 0. Wir auf dem zweiten Platz. Patrick Hermann, 9. Saisontor. Kein Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Xhaka mit der exzellenten Vorarbeit für Patrick Hermann.
Und wir verwandeln hier zum 1:0 in der 36. Spielminute. So, Franco Di Santo im Abseits. Korb mit dem Einwurf. Hier kurz vor der Pause auf Hermann. Er auf Korb, auf Kramer, wieder Korb. Lässt sich fallen, passiert nichts. Janschke. Auf Dominguez, Dominguez auf Dams, Dams auf Traoré, Traoré auf Chaka. Und es folgt ein Eckball. So, Traoré mit der Ecke. Hermann. Hermann, Hermann, Strebinger. Eine Minute Nachspielzeit hier in Bremen. 1:0 die Führung. Korb auf Hermann. Hermann holt da den Ball, aber Di Santo mit dem Konter. Groß. Obraniak, Macchiari, Junusovic. Groß. Di Santo. Und Sommer zur Stelle. So, und dann ist die Halbzeit hier gelaufen. 1:0 die Führung hier durch Patrick Herrmann. Och Mann. Leidenschaftlich. Ich bin sehr zufrieden mit eurer Abwehrarbeit. So. So, dann können wir jetzt reingehen in die zweite Hälfte. Hoffen hier auf ein bisschen mehr Impulse, aber das läuft jetzt. Haris Seferovic 3:1 gegen Leverkusen. Chaka. Auf Kramer. Kramer nach außen auf Hermann. Alleine durch. Aber Caldirola schneller da als Hermann. Obraniak mit dem Freistoß. Wir fallen zurück auf Platz 3, dadurch, dass Mainz jetzt das 1:0 macht. So, Macchiari bekommt die gelbe Karte. Haris Seferovic 4:1. Raphael auf Korb. Auf Chaka. Kramer. Raphael 2:4. Jetzt Leverkusen. Raphael lässt sich da fallen. Obraniak. Auf Di Santo. Auf Nils Pedersen. Elchoro, Elia, Elia. Und Sommer da. Gott sei Dank ist Sommer da. Wäre da jetzt ein Heimer rot, hätten wir Probleme. Kruse auf Traoré. Auf Chaka. Auf Darms. Wir sehen hier 2:0 Köln gegen Hannover. Traoré nach innen. Kruse 2:0. Max Kruse, 5. Saisontor. Traoré spielte den tödlichen Pass und der Ex-Bremer Kruse hier mit einem Treffer. Sehen wir nochmal hier in der Zeitlupe. Da muss ein Torjäger stehen. Und er verwandelt eiskalt. Ecke jetzt für uns, Traoré. Dominguez. Und wir haben das 3:0. Strebinger Eigentor. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Traoré mit der Ecke, Dominguez mit dem Kopfball im Pfosten. Und Elia schießt hier Strebinger an. Ist natürlich jetzt bitter, aber passiert. Wir klettern auf 2, da Halil Altıntop den Ausgleich macht. Erstmal vielen Dank, Halil, für den Treffer. Und wir gehen jetzt mal rein. Torgen Hazard darf jetzt heute mal hier für Raphael reinkommen. Torgen macht den vorgeschobenen Spielmacher. Das wollte ich ja schon in der UEFA Europa League machen. Hatte da allerdings die falsche Taste ausgelegt. So, und jetzt der Wechsel. Mal schauen, was hier noch so alles passiert. Einwurf jetzt für uns. Korb. Auf Hermann. Und es gibt die nächste Ecke. Traoré bringt sie wieder rein. Kriegt den Ball wieder zurück. Nächste Flanke. Und es gibt die nächste Ecke, da Lokimia da gerettet hat. Hazard bringt den Ball rein. Nicht so präzise. Hazard kriegt den Ball nochmal auf Janschke. Auf Hermann. Hermann auf Kruse. Und wir wechseln. Bringen jetzt Strohengel rein. So, wo ist er denn? Dominik Strohengel. Da. Stoßstürmer? Nee, dann machen wir den Zielspieler.
Und dann geht's hier weiter. Ball im Außen, jetzt folgt der Wechsel. Dominik Strohengel für den Torschützen Max Kruse. Obraniak mit dem Freistoß. Deutlich über den Kasten. So, Fritz mit dem Einwurf. Auf die Santo, auf Pedersen, 1:3, Anschluss. Nils Pedersen für das Saisontor, ein Lebenszeichen von Werder Bremen. Für uns ein ärgerliches Lebenszeichen hier. Ibrahima Traoré verletzt, auch das noch. Wir fallen wieder zurück auf 3. So ein Müll, würde ich sagen. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes bei Traoré. So, Ecke, Hazard. Wir klettern wieder auf 2. Mölders mit dem Ausgleich. Danke, Sascha Mölders. Hazard bekommt den Ball. Hermann. Hazard. Hermann. 4:1. Toni Janschke, zweites Saisontor. Stand da wohl genau richtig. Sehen Sie hier. Hermann mit der Flanke auf Janschke, Kopfball, dann war er drin, keine Chance für Strebinger. So, noch 10 Minuten sind hier zu gehen, Obraniak mit der Chance. Frankfurt-Leverkusen 4:3 und wir fallen wieder zurück auf den dritten Platz, da Mainz 3:2 in Führung gegangen ist. Kommt schon Augsburg, macht noch ein Tor. Macht noch ein Tor, Augsburg. Hazard auf Strohengel. Strohengel auf Chaka. Chaka auf Hazard, auf Kramer. Wieder Chaka auf Strohengel. Auf Hermann. Und es gibt die Ecke. Hermann. Und es gibt die nächste Ecke. So, war nicht schlecht, aber Macchiardi hat er geklärt. Ach, abgeblockt, Bargfrede am Ball. Und Darms dazwischen, Einwurf für Werder. Bringt aber nichts mehr, das Spiel plätschert vor sich hin. 2 Minuten Nachspielzeit. Lasogga mit dem Ausgleich für den HSV. Köln, Hannover mit dem 1:2, Hosselu. Kramer mit dem Ball auf Hermann, leider ins Aus hier. Und dann ist die Partie vorbei, 4:1 Erfolg hier beim SV Werder Bremen. Das gleiche Ergebnis wie am 5. Spieltag gegen Sheriff Tiraspol. So, ich habe gerade nichts zum Thema zu sagen. Gut gemacht, Männer, das war ein schöner Sieg. Bin sehr erfreut über das Ergebnis. Ein schöner Sieg ist gut gemacht. Und dann gehen wir hier weiter. Nur Kramer war ein bisschen überrascht. Wir sind auf Platz 3. Mainz ist jetzt weiter. Ein Punkt Vorsprung haben leider gewonnen mit 3:2 am Ende gegen Augsburg. Das Team von Gladbach hat mit seiner Überlegenheit gegenüber Werder Bremen heute niemanden in Erstaunen versetzt. Sie haben mit einem 3-Tore-Vorsprung gewonnen. Spieler des Spiels Patrick Herrmann, Tor und Vorlage. So, abschließende Pressekonferenz. Die Auslosung für die Europa League ergab mit Vitalis Karkov einen Gegner, der mit einer weiten Reise verbunden ist. Welche Auswirkungen könnte dies auf ihre Spieler haben? Ich mache mir da keine Sorgen. Wir sehen es als normales Spiel an und werden hoffentlich siegreich heimkehren. Es gab seit kurzem einige Spekulationen über Patrick Herrmann Vertrag, während sie in naher Zukunft mit ihm zusammensetzen und über eine Vertragsverlängerung verhandeln. So, mal gucken. Ich denke, dass es zu diesem Zeitpunkt klar ist, dass eine gewisse Distanz zwischen Verein und Patrick entstanden ist. Nee. Derzeit gibt es wenig zu sagen. Ein schier unglaublicher Sieg für Ihr Team heute. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Fantastische Leistung. Beziehung zu Thorsten Lieberknecht. Wir kommen gut miteinander aus. Und dann haben wir das doch soweit hier geschafft. Haben dann jetzt die Winterpause. Verletzungspech für Anderson. Herrmann versetzt die Gladbach-Fans in Ekstase und Petkovic wurde entdeckt.
So, mal gucken, was wir jetzt noch machen. Jetzt noch das Sonntagabendspiel, hoch erfreut über Sieg und Wendt steigt wieder ins Training ein. Ihn hätte ich ja gerne gebraucht jetzt in der Partie gegen Bremen, aber auch so war es für uns wirklich auch ein Erfolg. So, und sehen hier Bayern gegen Schalke 1-1 unentschieden. So, der Überblick, Schalke liegt auf dem 6. Platz in der Bundesliga. Wir sind aktuell Dritter. So, mal gucken, vereinbaren wir jetzt hier noch irgendwas? An dem 27. vielleicht irgendwas? Mit geringerer Reputation. Ja, sind wir in Spanien oder wie? Wäre natürlich auch was Feines. Wenn wir da ein Trainingslager hätten, mal schauen. Ich weiß es ja nicht, wie man das Ganze hier einstellen kann. Club-WM-Finale wird heute noch ausgetragen. Mal gucken, wer da als Sieger hervorgegangen ist. So, sehen's hier? Nee, sehen's hier nicht. Wir sehen nur ein PSV Eindhoven, Ehrendivision 2:1 gegen Zwolle. Ja, wir müssen sowieso jetzt gucken, weil die Winterpause kommt. Haben noch nicht sehr viel angesetzt hier. Weil ich würde schon sagen, dass wir irgendwo noch ein Freundschaftsspiel hinsetzen sollten. Damit unsere Mannen hier nicht einschlafen. Gegen Cluj vielleicht. Oder Krasnodar. Geringere Reputation. 60.000 für Bochum. AC Mailand, das wäre ja jetzt was. Aber ich glaube, wir müssen uns gegen Kharkov da ein bisschen vorbereiten. Keine Ahnung, wer da vergleichbar ist. Von daher gehen wir hier einfach ein bisschen voran. So, Glanzvorstellung von Berbatov. Frankfurt verliert Anderson. Vogt hat hier die 5. Gelbe bekommen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch die Mannschaft. Jetzt erstmal die Kadertiefe. Sehen hier ist Jan Sommer und Blaswig im Tor. Da braucht man schon ein bisschen stärkeren neben Jan Sommer. Dann Verteidiger Libero, möglicherweise Harvard Nordfight. Verteidigung rechts Johnson, Korb und Janschke. Dann haben wir Wendt, Johnson und Dahms. Innenverteidigung Dominguez, Stranzl und Janschke. Fabian Johnson, Julian Korb und Levels. Dann Johnson, Wendt und Dahms. Mittelfeld Kramer, Harvard Nordfight und Xhaka. Aber ich glaube, wir gucken das uns doch besser hier nach der Position an. Also im Tor, wie gesagt, Jan Sommer und Blaswig. Als Libero Harvard Nordfight. Rechts haben wir Johnson, Johnson, Korb, Janschke, Level, Stranzl, Nordfight, Wendt und Nkansa. Zentral haben wir auch einige Optionen. Links haben wir Optionen. Hier hat man eigentlich soweit auch die Optionen da. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier einen Überblick und könnt mir dann auch den einen oder anderen Vorschlag machen. Und dann würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Dann würde ich sagen, sehen wir am Montag und am Dienstag so zwei Winterpausenfolgen. Und dann können wir dann reingehen am 18. Januar gegen Darmstadt 98 und dann gegen den HSV.